Das ist auch der Sinn der Taufe. Wenn ich Menschen getauft habe, war das für mich lange Zeit nur eine Zeremonie mit allem schönen Drum und Dran. Das war bevor Gott anfing, uns zu erneuern. Jetzt erkennen wir, dass die Taufe einen tiefen Sinn hat. Die Taufe soll stattfinden, sobald jemand ins Reich Gottes hineingeboren worden ist. Durch das Untertauchen wird in gut verständlicher Weise der Tod Jesu und seine Auferstehung gezeigt. Wir versenken den Täufling ins Wasser, aber wir lassen ihn nicht dort, wir heben ihn wieder an die Oberfläche. Das ist nicht ein Einfall von uns oder von den Aposteln. Die Taufe wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes vollzogen. In Wirklichkeit ist Gott der Täufer, vertreten durch einen Menschen, der in seinem Namen handelt. Die Bedeutung der Taufe lässt sich vielleicht mit einer Banknote illustrieren. Sie besitzt zwei Werte. Einer davon ist der materielle Wert, der Wert des Papiers und der Druckerfarbe. Und der ist sehr gering. Dieses Material kann man für ein paar kleine Münzen bekommen. Aber dann hat die Banknote noch einen anderen Wert, der sich auf die Geldreserven der Staatsbank stützt. Kommt dieser Wert zur Anwendung, kann man im Geschäft mancherlei dafür kaufen. So ist es mit der Taufe. Das Wasser und die Handlung als solche haben keinen besonderen Wert. Aber der Taufvorgang bekommt seine große Bedeutung dadurch, dass, was Jesus Christus am Karfreitag und an Ostern tat, die Taufe bezeugt dem Täufling, dass er vom Tod zum Leben hindurchgedrungen ist. Deshalb sollte die Taufe zeitlich nicht vor der Bekehrung getrennt werden. Deshalb sollte die Taufe zeitlich nicht von der Bekehrung getrennt werden. Diese Auffassung stammt nicht von mir. Die Urgemeinde taufte die Neubekehrten offensichtlich häufig in der Stunde der Bekehrung. Wenn sich jemand mitten in der Nacht bekehrte, wie der Gefängnisverwalter in Philippi, Apostelgeschichte 16, dann wurde er eben mitten in der Nacht getauft. Deshalb sehen wir in Argentinien jemanden erst dann als wirklich errettet an, wenn er getauft ist. Nicht, weil es uns um die Taufe als solche geht, sondern um des Gehorsams willen. Wenn jemand glaubt, sich dennoch nicht taufen lassen, wenn jemand glaubt, sich jedoch nicht taufen lassen will, bezweifeln wir seine Hingabe an Christus. Denn bei der Erlösung geht es wesentlich um den Gehorsam. Die Taufe lehrt uns also eine wichtige Lektion. Wie wird sie zur rechten Zeit vorgenommen? Verstehen die Neubekehrten viel besser, was sie tun. Sie entfliehen der Finsternis und werden ins Reich Gottes hineingeboren.